Ja, Hallöchen, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich stehe hier mit meinem CityGo an der Ladestation. Was macht man an der Ladestation? Logisch, man lädt. Dieses kurze Video soll dazu dienen, euch mal aufzufordern, mir ein paar Informationen zu geben, denn ich lade nicht einfach nur an irgendeiner Ladestation. Sondern ich lade an einer Stelle, wo viele von euch vielleicht gesagt haben, wo sie nie wieder hingehen zum Laden, nämlich ich lade an einer Tankstelle. Genau, ich habe mich jetzt hier einfach mal angeschlossen an einer Schnellladestation bei einem großen Tankstellenkonzern und ich möchte gerne eine dreiteilige Serie machen zum Thema Laden an Tankstellen. Ist das vielleicht doch mehr, als wir auf den ersten Augenblick vermuten? Ist das vielleicht die Konkurrenz zum Laden an den bisher bekannten Ladeparks? Ist das vielleicht auch eine Konkurrenz zum Laden an Einkaufszentren, Discountern, worauf wir viele von euch warten? Dazu möchte ich von euch ein paar Informationen haben. Was interessiert euch an dem Thema sehr? Worauf soll ich achten? Ich werde nämlich drei verschiedene Tankstellen ausprobieren und dort in den nächsten Tagen einfach laden und entsprechend berichten. Und mich interessiert, was ihr dazu wissen wollt. Also ist das Laden an Tankstellen, na, ihr wisst schon, diese Dinger hier, wo man irgendwie so flüssiges Zeugs in den Tank kippt, um das hinterher zu verbrennen. Laden an Tankstellen, ist das überhaupt irgendwie ein Thema für euch? Habt ihr das schon mal gemacht? Was wollt ihr dazu wissen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann fange ich für euch an zu arbeiten. Tja, ich bin echt gespannt, was ihr dazu denkt. Mein Fazit bekommt ihr dann auch, aber ich fange erstmal an für euch zu arbeiten. Bis dann. Dankeschön. Ciao.